Danke, ich danke Ihnen. Nun, wir alle wissen, wie die meisten Leute und die Medien in diesem Land über die katholische Kirche denken. Sie halten uns für eine überflüssige, veraltete Institution. Die Menschen finden die Bibel unverständlich, sogar kitschig. Und um all dem etwas entgegenzusetzen, hat die Kirche beschlossen, ein Jahr der Erneuerung auszurufen. Und zwar für den Glauben und den Stil. Nehmen wir zum Beispiel das Kruzifix. Obwohl es das Symbol unseres Glaubens ist, hat die Heilige Mutterkirche sich jetzt dazu entschlossen, dieses weltberühmte, jedoch leider so bedrückende Bildnis unseres gekreuzigten Herrn aufzugeben. Christus kam nicht auf die Erde, um uns zu erschrecken. Nein, er wollte uns beistehen. Er gab uns Antrieb. Dieses Bild unseres Herrn vor Augen haben wir uns für ein neues Symbol von Mut und Lebensfreude entschieden. Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen die erste von vielen weiteren Neuerungen zu präsentieren, die die Katholizismus-Bau-Kampagne in diesem Jahr noch vorstellen wird. Hier kommt er, unser Kumpel Christus. Das ist allerdings nur ein vorläufiger Name für unser neues Symbol. Der ist uns bloß so zwischendurch mal eingefallen. Sehen Sie sich ihn an. Ist das nicht ein Knaller, Kumpel Christus?